bist du denn? Du solltest aber nicht auf der Straße rumsitzen. Das ist viel zu gefährlich. Kommst du von da? Bestimmt. Wir probieren es einfach mal aus. Komm. Sicht. Guck mal, 7 Mädels haben bis jetzt Interesse angemeldet. Das ist doch super, oder? Auf jeden Fall. In meiner Ausbildung waren wir gerade mal 2 Frauen zusammen mit mir. Da war noch nichts mit Girls Day. Aber das hier wird der Knaller. Und wie ich dich kenne, wollen die danach alle Försterin werden. Was ist los? Ach, blöder Arbeitskram. Sah aber gerade nicht so aus. Ja, es scheint üblich zu sein, Menschen in meiner Position zu beleidigen, wenn einem Furz quer liegt. Dein Ernst? Ja. Da ärgert sich jemand über die geplanten Tempo 30 in Walder und schickt mir Drohmails. Allerdings der besonders fiesen Art. Sag mal, tritt endlich zurück, du Öko-Hexe, sonst kannst du was erleben. Was ist denn das für ein Typ? Ja, das weiß ich nicht. Okay, warst du schon bei der Polizei? Nee. Der war sogar schon bei uns auf dem Hof. Guck mal, das habe ich heute Morgen gefunden. Kein Tempo 30 in Walder und nimm dich in Acht. Ja. Aber das lässt du dir doch nicht gefallen. Ich wollte das erstmal nicht an die große Glocke hängen. Da hat er doch die Aufmerksamkeit, die er braucht. Allerdings, dass er jetzt bei uns auf dem Hof war, das finde ich echt gruselig. Ja, das verstehe ich. Was sagt denn Vinzenz dazu? Hab ich das noch gar nicht gezeigt. So, wo bleiben eigentlich unsere Brötchen? Ich habe Hunger. Ah, da sind ja noch mehr von deiner Sorte. Oh, seid ihr schön. Lecker, lecker. Kommt. Was machst du denn hier? Oh, Entschuldigung, ich weiß, das macht man nicht, aber die eine Gans, die war abgehauen und... Ah ja, der weiß wohl, was ihm blüht. Was blüht ihm denn? Der Schlachter holt sie nachher. Was? Nein, das dürfen sie nicht. Oh doch, ich darf, weißt du, damit verdiene ich mein Geld. Mmh, die Brötchen, musstest du die erst backen? Mama, wir müssen die Gänse retten, sonst werden die alle geschlachtet. Da gibt's so einen Bauer und der hat 7 Gänse und der lässt die alle schlachten. Aber das geht nicht, die sind nämlich total schön und auch voll gesund und so. Okay, Ronja, jetzt beruhig dich erstmal. Ich weiß, das ist hart, ja? Aber wir können nicht alle Tiere retten, denen das blüht. Nicht alle, nur die Gänse, bitte, Mama. Wir müssen die kaufen. Ronja, wo sollen wir denn bitte mit 7 Gänsen hin? Und hast du eine Ahnung, was das für eine Arbeit ist? Bestimmt voll wenig. Ich gebe auch was dazu. Das heißt, du musst mir ein Jahr lang kein Taschengeld mehr geben. Wow, nur das nenne ich mal einen Satz. Aber ihr wisst schon, wie laut Gänse sind, ne? Das ist ja das Gute. Das sind voll die super Wachhunde. Die hat mich fast nicht näher rangelassen, wirklich. Und dann hast du sie mit unseren Brötchen bestochen, ja? Wir haben einen Wachhund. Ja, aber du brauchst einen. Ihr habt doch keinen Hund. Na, da höre ich schon meinen Mann. Was? Weißt du, wie laut die sind und wie viel Dreck die machen? Ich glaube, du spinnst. Was? Naja, ich meine ja nur. Ihr habt recht. Die Gänse. Krieg's nicht rein. Schaffst du nicht. Sam, am Wochenende ist eine Dino-Ausstellung in Freiburg. Echt? Ja. Cool. Ha, Tor. Oh, das gilt nicht. Wie wär's denn, wenn ihr bei Oma Irene übernachtet und mit ihr dahin geht? Zu den Dinos? Aha. Cool. Hast du auch Lust? Na klar. Gut, dann spreche ich nachher mal mit Oma, oder? Bis später.
Papa? Was ist? Tschüss. Ciao. Später. Gut, macht ihr das. Fein. Schön langsam. Gut. Und immer geradeaus. Fein macht ihr das. Josephine, schau dir das mal an. Die wollen tatsächlich 80 Euro von mir haben. Naja, du bist 73 Kilometer pro Stunde innerhalb des Ortes gefahren. Natürlich wollen die 80 Euro von dir. Ja, aber das stimmt doch nicht. Das würde ich nie tun. Du kennst mich doch. Ja, eben. Ich erhebe Einspruch. Das ist doch Quatsch. Wir kriegen übrigens Gänse. Ist das nicht toll? Was? Weißt du, wie laut die sind und wie viel Dreck die machen? Ich glaube, du spinnst. Das sind übrigens super Wachhunde. Wusstest du das? Wir brauchen keine Wachhunde. Doch, 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 Vinzenz. Brauchen wir. Ich habe nämlich auch was bekommen. Naja, so ist das, wenn man Bürgermeisterin ist und dann auch rechnet so eine wie du. Wie so eine wie ich? Naja, du mit deinen ganzen Umweltideen, Tempo 30 in Waldau, da muss man schon ein dickes Fell haben. Vinzenz, der Typ war hier bei uns auf dem Hof. Das soll er noch mal versuchen. Den schnappe ich mir, das sag ich dir. Morgen. Morgen. Ich habe voll verschlafen. Ich bin gar nicht mehr gewöhnt, dass du riechst. Bald haben wir Gänse, dann macht dir keiner mehr ein Auge zu. Wie bald haben wir Gänse? Nein, keine Gänse! Siehst du? Da sind sie schon. Das ist ein richtiger Gänsemarsch. Dann werde ich mich mal ums Futter kümmern. Gänse! Nein! Ich hole euch noch Wasser in den Trog für euer Futter. Ihr werdet schon sehen, dann wird es hier so richtig gemütlich. Das sind ja wahre Prachtgänse. Ja, wir haben sie vom Schlachter gerettet. Cool. Und du bist wer? Greta Hansen, ich bin hier quasi aufgewachsen. Ah, die Tochter vom alten Tierarzt. Ja, genau, ich arbeite gerade beim Neuen, ich habe Semesterferien. Cool. Ist einfach schön, ab und zu mal wieder hier zu sein. Ja, das verstehe ich total. Was ist mit dem da? Keine Ahnung. Du, die Kinder sind nächstes Wochenende rein zufällig bei meiner Mutter in Freiburg. Ich weiß gar nicht, wohin mit meiner ganzen Zeit so alleine. Oh, geht ja gar nicht. Also, ich bekomme am Montag zwar Besuch von 7 hochambitionierten Mädchen, aber so 1-2 Minuten könnte ich dir vielleicht aus deiner Einsamkeit helfen. Ich wusste doch, auf dich ist Verlass. Ich muss Schluss machen, ja? Bis dann. Sorry, dass ich zu spät bin, Kaio. Wir haben hier jemanden für dich. Das ist doch nicht so schlimm. Ist ja noch nichts los. Wen haben wir denn hier? Das ist Ganter Gunther, einer von den 7 Gänsen, die wir gerettet haben. Aber irgendwie verhält er sich ganz anders als die anderen. Die wohnen jetzt bei Josephine. Ja, er frisst nicht, er bewegt sich kaum. Vielleicht ein Infekt oder Würmer? Die anderen lieben Brötchen, aber er rührt nichts an. Ah. Brot ist aber eh nichts für Gänse. Also wenn du sie füttern willst, dann zum Beispiel lieber mit Mais. Okay. Gut, dann taste ich dich mal ab, hm? Ganter Gunther. Und, wie läuft's in Afrika? Was macht die Familie? Ich habe lange nichts mehr gehört. Ja, die sind schwer beschäftigt. Papa hat gerade einem angeschossenen Nashorn wieder auf die Beine geholfen. Krass. Wow, hm? Da ist er bestimmt stolz. Ja, und viel, der nervt schon alle. Und Helena? Wie geht's mit ihrem Hilfsprojekt? Ja, die ist Feuer und Flamme, wie immer. Und Leo tut am Telefon schon so, als würde sie gar kein Deutsch mehr verstehen. Ey, du musst sie unbedingt besuchen. Das ist einfach ja, der Hammer da. Und immer ein Abenteuer. Ja, Nelly und ich haben's fest vor. Also, äußerlich kann ich jetzt erstmal nichts feststellen, aber sie sollten vorsichtshalber Blut abnehmen und auf Viren untersuchen lassen. Und ich brauche eine Stuhlprobe, wegen der Würmer. Also soll er jetzt erstmal nicht mehr zu den anderen, wegen der Ansteckungsgefahr? Nee, lieber nicht. Aber wo soll er denn dann hin, der Arme? Naja, ich könnte ihn natürlich hier behalten, aber irgendwie scheint er dich ja sehr zu mögen, oder? Aufgrund des behaupteten Tatbestandes, dem ich Kraft meines Amtes als Bürgermeister AD aufs Äußerste... Was macht ihr denn hier? Hä? Weg! Sag mal,
Hast du Angst vor Gänsen? Das ist das Morgengymnastik. Man muss sich doch auch mal bewegen, oder? Ah. Ja? Wo gehst du denn hin? Ich mache ein Video für die Homepage von Waldau. Ansage an alle Drohmailschreiber. Das bringt doch nichts. Dann werden die doch nur noch wütender. Psch. Ja, aber ich muss irgendwas tun, Vinzenz. Fütter sie doch mal. Wen? Na, die Gänse. Das wird nie passieren. Nie! So, da wären wir. Hier ist unser Zuhause. Pari, jetzt stell dich nicht so an. Das ist doch nur Gunther. Sitz! Pari, aus! Hey, was ist denn hier los? Darf ich vorstellen, Gunther, Gunther. Och, Ronja, nee. Nee. Wir haben ausgemacht, dass das mit Mama, der ganzen... Mama, bitte. Nur bis Kai rausgefunden hat, ob er ansteckend ist für die anderen Gänse. Ich mach auch den Abwasch. Ja, ist okay. In Ordnung? Okay. Komm, Gunther, ich zeig dir unser neues Zuhause. Deswegen habe ich mich entschieden, mich direkt an Sie zu wenden, um Ihnen zu versichern, dass ich immer und für jeden von Ihnen ein offenes Ohr habe. Sprechen Sie mich an. Üben Sie Kritik, machen Sie Vorschläge. Ich bin interessiert daran, gemeinsam Wege zu finden. Mit anonymen Mails, in denen ich bedroht werde, kann ich nichts anfangen. Das wirst du schon noch. Verlass dich drauf. Ich mach dich fertig, das schwöre ich dir. Los, Gunther. Mach's dir gemütlich. Tut mir leid, aber Gänse dürfen nicht ins Bett. Da ist dein Platz. Los. Da siehst du. Ist doch gemütlich. Matthias fragt das Winter, guten Tag. Das sind ja gute Neuigkeiten. Ja, danke. Bis dann. Ich habe nichts Auffälliges gefunden beim Gunther. Ach, das ist ja super. Ja, aber irgendwas hat er ja. Weißt du was, ich glaube, ich fahre noch mal zum Forsthaus und sag dem Bescheid, dann kann ich ihn mir noch mal angucken. Ach, ich glaube, da komme ich mit. In die Praxis? Mittagspause. Und so hüteten sie die Gänse, bis es Abend ward. Na, das sieht aber gemütlich aus. Ja, Ronja. Er passt eben auf mich auf. Ja, es scheint ihm auf jeden Fall wieder besser zu gehen. Ja, aber fressen will er immer noch nicht so richtig. Aber wir haben gute Neuigkeiten. Kein Virus, keine Würmer, nichts Ansteckendes auf jeden Fall. Ich kann wieder zu seinen Freunden. Das sind nicht seine Freunde. Hier bei mir geht's ihm gut und ich könnte ihn nur noch ein bisschen aufpäppeln, bis er wieder richtig frisst und so. Wir haben uns schon total aneinander gewöhnt. Aber wenn er nicht krank ist, warum verhält er sich dann so? Das kann psychisch sein. Vielleicht ist ihm irgendwas passiert. Aber was? Wie hieß noch mal der Bauer, von dem du die Gänse hast? Grundner. Ja, ich kenne den. Wir können ihn mal anrufen und fragen. Wo treibt sich eigentlich deine Mutter rum? Die ist drin im Büro. Okay. Wenn du es morgen durchsetzt, wird's ernst. Kein Tempo 30 in Walde. Vinzenz, kommst du mal bitte? Zu nichts kommt man mehr hier. Zu nichts, seit die da sind. Die gehören hinter Schloss und Riegel. Wir müssen reden, Josephine. Ja. Du
Das muss ich auch. Ach du Scheiße. Ich finde das so cool, dass du dich für die Girls so ins Zeug legst. Die können echt froh sein, dass sie ausgerechnet an dich geraten sind. Klar, jeder kann froh sein, der an mich gerät. Da hast du absolut recht. Das will ich ja wohl auch hoffen. Ich hoffe, dass du dir schon ein paar Gedanken gemacht hast über das Wochenende. Beziehungsweise über die 2 Minuten, die du dann noch für mich hast. Also ich würde sagen, die überlasse ich ganz alleine dir. Wir wissen jetzt, was mit Gunther los ist. Seine Partnerin ist gerade gestorben, hat der Grundner erzählt. Und dann war es klar, Gänse trauen manchmal ein Leben lang. Sie sind so treu, dass sie dann niemanden mehr an sich ranlassen. Aber hier bei mir geht's ihm gut. Ich kann ihm bestimmt helfen. Ich weiß, was du meinst, Ronja, aber ich glaube, helfen würde ihm am ehesten, in seiner Schar wieder klarzukommen. Guck mal, ansonsten läuft jetzt immer so eine Gans hinter dir her. Das macht mir nichts, wirklich nicht, Mama. Ja, dir vielleicht nicht, aber meinst du es auch das Richtige für ihn? Gott sei Dank, wenn der jetzt auch noch krank gewesen wäre. Vinzenz kommt immer noch nicht klar? Nee. Da geht's ums Prinzip, du kennst ihn doch. Der sitzt demonstrativ drin und schreibt irgendwelche Einsprüche. Dabei sind sie doch jetzt im Gehege. Aber er könnte doch auch bei mir sein. Aber guck mal, Gisela kümmert sich um ihn. Gisela? Passt doch. Ich gehe ins Bett. Gut. Und morgen schicke ich den Einspruch ab. Das lasse ich mir nicht bieten. Nicht mit mir. Vinzenz, du bist viel zu schnell gefahren im Ort. Und wenn ich eine Allergie hätte, zum Beispiel gegen Gänsedaunen? Hast du eine? Seit die da sind, habe ich so ein Kratzen im Hals. Wir gehen ins Bett. Was meinst du? Was ist los? Dann ist er ausgebüxt und den ganzen Weg zum Forsthaus gelaufen. Als er es überhaupt gefunden hat. Ist alles okay? Ja. Ich finde einfach nur, dass der Ganter zu seinen Artgenossen gehört. Das muss Ronja irgendwie hinkriegen. Und wenn er mit dem Tod seiner Frau nicht klarkommt, dann muss er da durch. Ist so. Ja, sie kommt ja gleich. Der kriegt noch die Spritze. Dann können wir... Was ist dann? Du kannst ihn schon mal hier hinsetzen. Guck mal, Gunther, da hat dich schon jemand vermisst. Er steht nicht auf die.
Na, vielleicht können wir ein bisschen nachhelfen. Hey, ist schon Wochenende? Baumerkennung? Yep. Weißt du's? Das ist einfach. Das hier ist eine Fichte. Ja, richtig. Ich war mir nicht sicher. Fichte, Birke, aha, Buche, Tanne. Du willst absagen. Ich kann das nicht. Okay. Deine Frau? Das ist einfach noch zu frisch. Weißt du, ich kann doch nicht nach... Verstehe ich. Du machst es so, wie es für dich richtig ist. Vielleicht kannst du es ein bisschen verstehen. Ich würde es mir auch anders wünschen. Wirklich. Kayo, es ist okay. Danke für deine Ehrlichkeit. Jetzt geh. Na komm, Gunther, du kannst dir den wenigstens mal angucken. Wenn man einen Gant hat, sollte man auch immer ein bisschen Mais dabei haben. Okay. Das klappt. Hey. Kannst du dich vielleicht ein bisschen für sie freuen? Er ist ein Ganscher. Er braucht eine Gisela. Genau. Und du kannst ihn jederzeit besuchen. Josephine? Vielleicht hast du ja recht. Vielleicht ist der Job nix für mich. Was? Ich habe ja wirklich nicht so ein dickes Fell und ich habe keine Lust, dauernd Angst zu haben. Habe ich gestern bekommen. Das ist ja eine Schweinerei. Da hätte ich auch kein dickes Fell. Wir gehen jetzt da rein und du machst deine Arbeit. Wir lassen uns doch nicht von so einem Feigling unterkriegen. Wer sind wir denn? Ha? Grieshabers? Grieshabers! Vinzenz? Grieshabers zahlen aber auch, wenn sie zu schnell gefahren sind. Geschafft. Was? Er hat eine neue, Gisela. Also, noch nicht ganz sicher, aber vielleicht. Okay. Und ich kann ihn immer besuchen. Greta ist echt toll, die hat mir total geholfen. Ach, Ronja, freut mich für dich. Ich bin in meinem Zimmer. Ja. Tempo 30 in Waldau, das muss gefeiert werden. Tempo 30 in Waldau. Auch wenn es verdammt langsam ist, man steht fast. Das kommt dir nur so vor, Vinzenz. Noch keine neuen Mails.
Tja, dann hat er wohl kapiert, dass er bei dir auf Granit beißt, ha? Mhm, hoffentlich. Was ist denn da jetzt schon wieder los? Das stimmt was nicht, Vinzenz. Zisch ab, du dumme Gans! Hau ab! Lass mich los! Hey, was machst du da, Freundchen? Du bist das mit den Mails. Ich hab dich ja gewarnt, du. Du hältst jetzt mal das Maul und steckst das Messer weg! Was bist du bloß für ein Feigling, Mann? Da soll sich mal die Polizei drum kümmern. Ich fass es nicht. Und wäre er nicht gewesen, wir hätten es vielleicht gar nicht gemerkt. Ein Prachtganter. Wachhund ist nichts dagegen. Ich habe von Anfang an zu meiner Frau gesagt, lass uns Gänse holen. Ich meine, es ist eine Win-Win-Situation. Sie passen auf und schmecken auch noch gut. Ist mit Gunther alles in Ordnung? Natürlich, wir passen gut auf ihn auf. Immerhin haben wir ihm einiges zu verdanken. Ich baue ihm und seiner Schar da hinterm Haus ein riesiges Gehege. Das Provisorium, das ist ja nichts für einen Ganter seiner Statur, ne? Na, komm mal her, du. Putt-Putt. 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 Komisch, was hat er denn? Wenn man einen Gant hat, sollte man immer ein bisschen Mais dabei haben. Ja. Und, wie hat dir die Folge gefallen? Schreib's doch einfach mal hier in die Kommentare. Und wenn du jetzt schon direkt die nächste Folge schauen willst, dann schau einfach mal in der ARD-Mediathek vorbei.